So, grüß Gott miteinander. Ja, mal andere Moderation ausprobieren. Ja, wir sind wieder in ESO und wir sind immer noch dabei. Ja, bei was eigentlich? Lass mal gucken. Wo sind wir denn? Finde den Mondsänger im Bandari-Handelsposten. Und da stehen wir jetzt mehr oder weniger schon davor. Ja, dann gehen wir doch mal rein. Oder möchtest du noch irgendwas im Kronenshop shoppen? Nee. Nein, nein. Haben wir denn diesen Ah, ich Legstein wusste da es. vorne schon erkundet? Ich vielleicht. Nur die Mutigen So, reisen so. jetzt noch auf diesen Straßen. Oh, ein Wegschrein. Kanntest du ihn schon? Also ich kannte ihn noch nicht. Der Wegschrein des Bandari-Handelspostens. Ja, den kannte ich noch nicht. Doch. So, wo ist denn jetzt der Mondsänger? Ah, da hinten. Kunzari entgegnete: Ah. Ah, Bei da. zwei, drei werden lästiger Dämon. Gleich, wenn dieser Flinthill-Dämonenjägerin aus dem Eile-Iden-Versteck der kriechenden Ebenerdpflanzen errettet. Dies sind die Worte. Und die Worte sind wahr. Ah. So, dann sprechen wir mit Sbina. Miss Bina hofft, dass ihr und eure Freunde die Geschichte genossen haben. Gibt es sonst noch etwas, was diese für euch tun kann? Dagaldro hat mich geschickt. Ich muss die Geschichte von Kusanri und dem Dämon hören. Der Wissensbewahrer? Diese hat schon sehr lange nicht mehr mit ihm gesprochen. Miss Bina kennt nur den zweiten Teil der Geschichte. So bewahren die Mondsänger die Geheimnisse der großen Geschichten. Würdet ihr die Geschichte gerne noch einmal hören? Ja, wollen wir schon, ne? Oder? Ja, Ja. wir haben ja in der letzten Folge den ersten Teil gehört. Deswegen hören wir doch mal den zweiten Teil an. Es gibt ja angeblich drei. Ja. Ja, bitte erzählt uns euren Teil der Geschichte doch mal. In der Zeit vor der Zeit, als die 16 Königreiche jung und wie spielende Kätzchen waren, versammelte der große Held Kunzari eine Gemeinschaft aus Champions, um den Dämon und seine Brüder zu bekämpfen. Diese waren nach Elsweyr gekommen, um die Monde vom Firmament zu stehlen. Oh, das klingt unheilverheißend. Unheilverheißend? Oh, in der Tat. Da er Nurarion bereits an seiner Seite wusste, wandte Kunzari seine Aufmerksamkeit dem nächsten Champion zu, den er zu rekrutieren gedachte. Die Macht der Monde wird die unsere sein, kleines Katzending, spottete der Dämon. Wie können zwei auch nur hoffen, viele aufzuhalten? Und was tat Kusanri? Kunzari entgegnete, weil zwei, drei werden, lästiger Dämon. Gleich wenn dieser Flinthill-Dämonenjägerin aus dem Eile-Iden-Versteck der kriechenden Ebenerdpflanzen errettet. Dies sind die Worte. Und die Worte sind wahr. Ja, dann mal vielen Dank, Mondsängerin. Dies waren die Worte und die Worte waren wahr. Ja. Na, da steht er doch schon. Ne? Unser heißgeliebter Abnotan. Grüß dich. Wisst ihr, die Legende von Kunzari ist interessanter, als ich sie in Erinnerung hatte. Das muss an der Präsentation von Mondsängerin Miss Bina liegen. Ansatzweise unterhaltsam. Für jemanden von herausragendem Intellekt hat sie den Fundort des nächsten Triangulanten recht deutlich gemacht. Also jemanden wie mich. Habt ihr nun herausgefunden, wo sich der nächste Trigoland der Karte befindet? Natürlich. Nur die Schwarzrankenruinen in der Nähe können mit dem Eileiden-Versteck der kriechenden Ebenerdpflanzen gemeint sein. Ich mochte fleischfressende Vegetation noch nie. Ich treffe euch in Wäre den schon, ne? Ruinen, nachdem ich noch einmal versucht habe, meinen schwer zu fassenden Verfolger zu enttarnen.
Euch folgt immer noch jemand? Ja, und das mit dreistem Übermut. Ich hätte meinen Verfolger fast hier am Handelsposten gefangen, doch dann verschwand er in der Menge. Er ist wie eine Fliege, die mir um den Kopf schwirrt und die ich nicht erwischen kann. Jemand mit einem solchen Maß an Macht bereitet mir große Sorgen. Hm. Dann euch viel Glück damit. Ich treffe euch in den Schwarzranken-Ruinen. Ah. Tja, hoffentlich wird da sein Verfolger los, ne? Oder ja. Wir dann. Ja, so wie ich ihn kenne, bleibt er sowieso wieder bei uns hängen, ne? Dass wir uns dann um den Verfolger kümmern dürfen, ne? So, Karte sagt nix. Dann müssten wir eigentlich... Schaust du mal bitte auf die Karte? Schwarzranken-Ruinen, da sehen wir sie. Siehst du sie auch? Ja, und da links. Oben ist die Schwarzranken-Villa und zu der reiten wir jetzt erst einmal hin und dann schauen wir, dass wir da weiterkommen. Genau. Na, dann... Otte Hü. Soll ich wieder voraus, oder? Ja, bitte. Das Navi reitet voraus. Genau. So, geht's wohl hier rum? Schön ist es hier. Was ist da? Wir müssen ja da irgendwie... Ach, guck mal da unten. Wollen wir noch ein paar Punkte mitnehmen? Na klar. Die nehmen wir. Ich hab meinen Bären gar nicht da, fällt mir das so auf. Nee, ich auch nicht. Was? Ach nee. Oh oh. Ach, es ist doch immer wieder das Gleiche mit dem. Da hat er dich wieder erwischt. Ich komme ja auch nicht raus irgendwie. Oh oh. Oh. Der ist aber groß geworden. Oh. Au, ich sterb gleich. Ich sterbe nicht. Hab dich geheilt. Oh. Ist er jetzt bald platt? Jetzt. Was will denn der Kleine hier unten? Komm, hau ab. So. Ah. Also wirklich. Ganz schön gefährlich hier. Da drüben. So, wir müssen aber hier rüber, ne? Ja. So, jetzt brauchen wir bloß noch irgendwie ein A da. Ach, guck mal hin, schon wieder ein Verlies. Kommst du hoch? Ja, gerade so. Schaut aber nicht so aus. Ich komme nicht hoch. Ich würde dir empfehlen, außen rum zu laufen. So. Na dann. Na, Plüschbärchen. Plüschbärchen. So, dann gehen wir mal rein. Dum 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 dum
Nein, der seid ihr nicht. Bitte, tötet mich nicht. Ich habe nichts, was sich zu stehlen lohnt. Jetzt entspann dir mal, ne? Wir werden dich schon nicht töten. Dann seid ihr kein Bandit? Den Acht sei Dank für kleine Segen. Hm. Mein Bruder Dariel hatte nicht so viel Glück. Er dachte, er könnte die Banditen in den Ruinen überlisten. Jetzt ist er fort. Er würde alles tun, um ein Heilmittel für mich zu finden. Aber derzeit bete ich für nichts anderes mehr als für seine Sicherheit. Seid ihr krank? Ich bin schon den Großteil meines Lebens krank. Ah. Wir kamen auf der Suche nach einer Pflanze hierher, die im Licht eines Eileidenbrunnens wächst. Man sagt, ihr Saft könne jedes Leiden heilen. Die Banditen haben uns aufgehalten, aber Dariel hat uns eine freie Passage mit ihnen ausgehandelt. Hm. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Naja, da wir jetzt sowieso hier gerade unterwegs sind, schauen wir mal, dass wir euren Bruder finden und euer Pflänzchen. Ja, und dann wird das schon. Ja? Sind wir nicht nett? Ah. So gehört sich das für Helden. Ja, da kannst du dir eine Scheibe abschneiden von Abnurtan. Hm? Mhm. Ja. Ich glaube, er hat es großzügig ignoriert. Ja, wie immer. Großmeister der heißt es dann Ignoration? Ignoration. Ich liebe es, neue Wörter zu erfinden. So, was ist denn hier? Können wir nicht öffnen. War ja klar. Nein, und jetzt stehen hier garantiert irgendwelche Dödel. Nö, keine Dödel. Es ist auch vor uns. Ja, es ist auch vor uns ein Spieler durchgelaufen. Also es kann jetzt wieder. Da wohin ist doch einer. Ich hätte ihn ja jetzt schlafen lassen. Ach Quatsch. Eure Technik mag angemessen, wenn auch unkultiviert sein. Ja, aber effektiv. Und jetzt Ruhe. Ja. Hallöchen. So, links, oder? Warte mal, muss mal gucken. Wir müssen eigentlich da, wo der Kreis auf der Map ist, die du dir jetzt garantiert gerade nicht anschaust. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal. Puh. Das ist eine gute Frage. Ist eigentlich wurscht, weil wir müssen irgendwie auf der anderen Seite. Gatz vor lauter Karte lesen. Wir müssen auf der anderen Seite nämlich wieder hoch. Schätze ich, glaube ich. Mhm. Ach komm. Gönn dir. Ups. Das ist garantiert die andere Seite genommen, gell? Ja, wie immer. Ist doch wunderbar, dann treffen wir uns in der Mitte, passt auch. Ja, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Warum schaffst du es nicht? Nein, alles gut. Angeb, wahrscheinlich. Hörst du auf, mir in den Rücken zu stechen? Hab jetzt. So. Ja, nix zur Flanke. Tschüss. Also. Ah, komm jetzt her. Upsa. Daneben. Daneben. Lalala. So, war's das? Ja. Hier gibt's aber eigentlich nichts zu holen auf der Seite. Ja, auf der Seite auch nicht. Weil es jetzt gerade mal wieder hörbar war, daran erinnern, dass wir leider unter einem kleinen Mikrofonproblem leiden, sprich Rückkopplung, dadurch, dass unsere Mikrofone zu dicht beieinander stehen. Räumlich bedingt. Ja. Nur, dass ihr es nochmal in Erinnerung habt. Hat aber auch Vorteile, gell? ja. Ja. So, da bin ich. Wir müssen jetzt da hoch, gell? Ja. Folge dir einfach mal. Ja, folge mir mal. Und dann müssen wir da lang eigentlich. Oh. Hm.
Bücherregal. Würze. Wie immer ein leckeres Bittergrün. So. Eigentlich ganz gemütlich hier unten, oder? Total. Kannst du ja einziehen. Ja. Vielleicht doch ein bisschen zu dunkel. Ja. Findest du? Ist doch überall Licht. Oh. So, jetzt warte mal. Wir müssen. Ja, wie ist. Ah, wir müssen da lang. Also die, schaut gut aus. Die Bücher, die man, die einem beim Level helfen, ne? Ah, oh, jetzt hast du die Pflanze angeschossen. Yep. Ich wollte mich an dir vorbeischleichen. Oh. Das sind übrigens zwei. Ja, ich hab's gesehen gerade. Das ist echt mies. Ah. Ach, die kleinen Bürgerle. Also Abnotan steht hier einfach nur rum, ne? Ja, und folgt uns. Ja. Schweigen. Wenigstens. Versucht euch nicht von den fleischfressenden Pflanzen verschlingen zu lassen. Es ist Gift für den eigenen Ruf, sich von größtenteils unbeweglichen Kreaturen fressen zu lassen. Das habe ich zumindest gehört. Aha. Was machst du hier schon, oder? Die haben uns leider gesehen, weil ich zu unvorsichtig war. Ah. Auf die Seite! Da siehst du, schon erledigt. Salat. Ja, super. Du und dein Salat. Ja. Weit und breit keine Pizza. Nee, aber Brot liegt da. Und Kaffee. Hippie. Bist du da? Fast. Komm, komm. Au. Oh. Jetzt habe ich gesehen, wie es dich weggebeamt hat. Wenn ich meine Kraft nicht aufsparen würde, wären wir schon fertig. Ja, 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 ja. Labersack. Angeber. Ah, da oben ist es. Ja. Da ist doch der oder Dariel. Ja. Glaub nicht, dass ich mich trotz meiner Verwundung nicht verteidigen werde. Für die Würger wird nicht mehr viel übrig bleiben, wenn ich mit euch fertig bin. Daina atmet noch. Dann habe ich einen Grund, um noch nicht aufzugeben. Ich muss den Saft dieser Pflanze holen, ehe es zu spät ist. Was machen wir? Holen wir den Pflanzensaft für ihn? Hallo? Ja, klar. Also bleibt hier, wir werden besser gesagt den Pflanzensaft schon für euch holen. Was? Warum solltet ihr euren Hals für uns riskieren? Ich bin nicht in der Verfassung, um zu streiten. Die Pflanze sollte beim Aileidenbrunnen wachsen. Seid vorsichtig mit den Würgern. Sie scheren sich nicht, ob ihr Fleisch tot ist oder lebt. Ja, immer schön. Eben, wir sind ja schließlich Helden. Okay, da ist das Pflanzensaft sammeln. Oh. Ja, dann machen wir das mal, ne? Oh, ja. Jetzt muss man mal schauen. Ja, da lang. Und tot? Mhm. Schön. Tag. Jetzt wissen wir auch warum. Ist ja nicht verkehrt. Ach, noch mehr Spieler. Trotzdem ist da noch diese nette Pflanze. Ja. Na.
Tada! Das ging aber schnell. Das ging flott. So, was haben wir hier eigentlich? Das ist wohl der Eidenbrunnen. Ja. So. Müssen wir den Saft zu ihm bringen? Achtung. Ich wollte die Truhe öffnen. Ja, vielleicht später. Oh mein Gott, ab vielleicht Nathan. Erledigen wir erstmal die. Mein Gott, was das wieder kostet, die Rüstung zu reparieren. Schnell, bevor der andere Spieler dir die Truhe wegklaut. Nö, ich bin schon dran. Sehr gut. Ne? So. Tada. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen jetzt eigentlich müssen wir da durch das Tor da oben. Im Norden. Und eigentlich müssen wir den Saft erst zurückbringen. Also, ja, bringen wir doch erstmal den Saft zurück. Bin ich denn der Saftschubse? Ja. Ah. Als Held muss man alles machen, weißt du? Vor allem, wenn man mit Abner Tarn unterwegs ist. Ja. Dann darfst du ja sowieso alles machen. Also hier. Der Herr hat einen Saft bestellt. Ich kann die Augen kaum offen halten. Ich hoffe, dass ich nicht verblute, bevor ich wieder bei Daine bin. Habt ihr die Pflanze gefunden? Ja. Bringen wir euch jetzt fort von hier. Was? Wir müssen den auch noch wegbringen? Ich kann immer noch nicht glauben, dass ihr vorbeigekommen seid. Ich und mein Bruder, wir sind Waisen. Wir konnten uns auf niemanden verlassen außer uns. Dieser Saft wird Daine die Chance geben zu kämpfen. Gehen wir, solange ich noch bei Bewusstsein bin. Aha. Also gut, dann stopp. Also bevor wir das jetzt machen, machen wir hier mal ein ganz kurzes Folgenende. Ne? Weil es sind schon wieder 22 Minuten um. Ja, und der Abner Tarn braucht auch mal ein Päuschen. Der andere röchelt auch schon rum. Sollen wir den nicht noch schnell zurückbringen? Na gut. Wohin? Wir müssen da komplett dann da. Oh, ja, ist ja ganz schön weit. Ja, also hätte ich gesagt, das machen wir. Nein, das machen wir jetzt noch in einer anderen Folge. Jetzt helfen wir dann dem Spieler noch. Metzeln noch ein bisschen mit. So, schießen noch mal ein paar Mal auf den Spieler. So, also dann. Dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen gebt. Wir würden uns freuen, wenn ihr ein Abo abschließt. Natürlich kostenfrei. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Auf jeden Fall. Na dann, sag mal schön tschüss. Macht's gut und ihr wisst, was wir in der nächsten Folge vorhaben. Ja, wir müssen hier Babysitter spielen und dann uns weiter noch um die Aufgaben von Abner Tarn kümmern. Ja. Genau. Ich dachte, wir sind Helden und keine Dienstboten, aber ist ja wurscht. Also gut, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.